Zu Hause zeigt sich der ehemalige Straßenhund Freddy von seiner besten Seite. Doch draußen ist es ein Albtraum. Freddy geht in die Leine, dann steht er senkrecht in der Luft und versucht irgendwie zu diesem Hund zu kommen. Und das ist sehr unangenehm. Hundecoach Andreas Rolischläger versucht zu helfen. Wenn du die Führung übernimmst, dann hat er keinen Bock auf Stress. Doch das ist leichter gesagt als getan. Schluss! 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 Wenn der Mensch versucht, sich mit dem Hund anzulegen, einen Kampf zu führen, dann verlieren die meisten Menschen diesen Kampf. Andreas gibt nicht auf. Ja! Ja! Super! Siehst so du? Geht man freundlich mit seinem Hund spazieren. Aber der Fall entpuppt sich als einer seiner schwierigsten. Er würde draufgehen. Mhm. Oh, oh, oh. Wenn Freddy sich jetzt losreißt, dann gibt's hier Verletzte. Außerdem Maxi und Linus. Lautstarkes Gebell, wenn Besuch kommt. Doch das Problem ist, sie hören nicht auf. Einfach unerträglich. Bei mir wächst so eine Anspannung. Ich bin schon total verkrampft, wenn ich weiß, Besuch kommt. Man leidet schon runter, weil die Hunde kläffen nicht nur 10 Minuten, die kläffen, wenn es sein muss, 10 Stunden. Da haben die kein Problem mit. Wie man sieht, wie man hört, hört man viel Hund, wenig Mensch. Es ist schwierig, gegen die Hunde anzureden, aber ich glaube, dass wir hier mit Ruhe ganz viel erreichen werden. Auch die Nachbarn helfen beim Coaching. Hereinspazieren ins ja, Laute. Da war schon der erste Blick. Nicht angucken, nicht anfassen. Man kann ja nicht so ein Verhalten innerhalb von einer Stunde oder zwei oder drei komplett ausschalten. Also die Hunde waren immer noch drauf. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Doch dann nimmt die Geschichte eine völlig unerwartete Entwicklung. Das, was ich hier erlebt habe, habe ich noch nie erlebt. Also mich überwältigen die Emotionen. Willkommen zu Hunde verstehen mit Andreas Olischläger. In Bonn am Rhein wartet sein erster Fall auf ihn. Hier leben die 66-jährige Rentnerin Sabine und der 69-jährige Grafikdesigner Hajo zusammen mit Rüde Freddy, einem ehemaligen Straßenhund. Freddy kommt aus Ungarn, aus einer privaten Tierschutzorganisation und war auch völlig unauffällig, bis er in die Geschlechtsreife kam. Zu Hause verhält sich Freddy nur lieb. Ein Schoßhund. Doch draußen zeigt er dann sein zweites Gesicht. Wenn ich mit Freddy spazieren gehe, dann geht es so lange gut, bis kein anderer Hund auftaucht. Er greift die auch richtig an, ohne Vorwarnung. Wenn er nicht an der Leine wäre, wird er die auch beißen. Vor allem Sabine hat große Probleme, Freddy zu halten. Die Eheleute haben jahrelange Erfahrung mit Hunden. Doch mit den Herausforderungen, vor die Freddy sie stellt, hätten sie niemals gerechnet. So einen Hund wollte ich nie haben. Früher habe ich immer so ein bisschen die Nase gerümpft, weil ich solche Hunde gesehen habe. Und jetzt habe ich selber so einen Hund. Und das müssen wir irgendwie lösen. Sich von Freddy zu trennen, wäre für beide jedoch keine Lösung. Ich liebe Freddy genauso wie meine Frau. Und es ist einfach undenkbar. Ich würde nie einen Hund weggeben. Also wenn ich sowas mache, dann habe ich Verantwortung übernommen und dann stehe ich dazu. Egal, was mit dem Kerl los ist. Ne? Aber ist es wirklich Freddys Problem? Andreas Olischläger trifft sich mit den Dreien am Rhein, um das herauszufinden. Hallo, Andreas. Sabine. Hallo, Andreas. Hi. Hallo. Freddy. Freddy. Ja. Hi, wie geht's euch? Gut. Ich mag es grundsätzlich nicht, wenn ich irgendwo auf Leute zugehe, dass der Hund als erstes zu mir kommt. Da sieht man schon ganz viel über, ja, ich würde mal sagen, die Rollenverteilung in der Mensch-Hund-Beziehung. Das ist der erste Tierschutzhund und der erste Problemhund. Ja. Oder ja. Was heißt? Der erste Problemhund. Ja, ich will ihn ja jetzt nicht sofort ganz schlecht machen, weil er hat ja bestimmt super Seiten. Wenn ihr auf sagt, der hat ja nur das Problem an der Leine, dann hat er ja nur dieses eine spezifische Problem. Ja. Wie äußert sich das Ganze? Also ihr geht spazieren? Ja, und dann knallt's. Also immer. Wenn der Hund auf der gleichen Straßenseite ist, knallt's. Ich versuche dann rüber zu gehen. Macht sich dann aber so schwer und dann will der dann auch nicht ausweichen. Okay, lass uns mal eine Runde spazieren gehen. Ja. Andreas möchte selbst erleben, wie Freddy sich verhält, wenn ihm Artgenossen begegnen. Und der erste Hund lässt nicht lange auf sich warten. Und Freddy? Erstaunlich ruhig. Hallo. Hi, ich bin der Andreas. Hi, Daniela. Wir sind gerade hier im Coaching mit dem Freddy. Ja. Wen hast du? Leon. Leon. Hi, Leon.
Und wie ist der Leon bei anderen Hunden an der Leine? Wir haben viel trainiert und es ist schon besser, aber wie du gerade gemerkt hast, ja. Manchmal. Aber ja, war ja auch trotzdem cool. Würdest du mir einen Gefallen tun, wenn du die Minute hast, vielleicht noch mal an dem Freddy vorbeigehen, damit ich sehe, wie er reagiert. Bitteschön. Und beim zweiten Vorbeigehen? Wieder keine Randale. Liegt es an der Präsenz des Hundecoachs? Beim dritten Mal hält Andreas sich etwas zurück. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Paff. Er ging richtig in die Leine, er ging richtig hoch. Und da habe ich schon gemerkt, hey Sabine, das ist echt knapp. Also glatte Straße oder so, oder regennasse Straße. Und du legst dich auf die Nase. In dem Moment, wo Freddy nach vorne gegangen ist, fehlte mir einfach die Präsenz von Sabine. Andreas will nun austesten, ob Freddy tatsächlich die treibende Kraft ist oder ob ihm mangelnde Führung und zu wenig Präsenz den Raum für dieses Verhalten geben. Das ist eindeutig. Anderer Mensch, anderes Verhalten vom Hund. Er will nicht zu deinem Hund. Er will nur mit Sabine zu deinem Hund und dann will er Stress machen. Er will nicht. Der Hund war es nicht gewohnt, die Führung nicht zu haben. Wenn Freddy die Möglichkeit dazu bekommt, die Führung zu übernehmen, ja, dann macht er das auch. Wenn Sabine und Hajo ihn lassen. Also ich denke, er hat recht. Ich muss mehr führen. Ich bemühe mich natürlich darum, aber es scheint noch nicht so richtig zu klappen. Das ist mir jetzt auch klar geworden. Jetzt gehst du mal hier hin und dann machst du, wenn du haben möchtest, dass es sich hinsetzt, sagst du ihm mal Sitz oder machst mal einen Zischlaut oder schnippst du mal mit den Fingern, okay? So, Freddy, komm. Sitz, Freddy, sitz. Super, 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 sehr gut. Genug, nicht übertreiben. Ja. Sehr schön. Wenn Menschen sich mit ihren Hunden begegnen und es knallt, dann gehen die Leute meistens in andere Richtungen und das ist völlig unbefriedigend zu Ende gebracht. Ich bin ein Freund davon, dass man sich dann zum Schluss noch mal kurz begegnet, dass es positiv läuft und man geht dann auch auseinander. Umso häufiger der Hund positive Verknüpfungen sammeln kann, umso häufiger verhält er sich einfach stressfreier an der Leine. Du musst ein Stück weit schneller sein auch, ne? Du musst auf dem Punkt sein und du musst die Führung übernehmen. Mhm. Und das, da kommt ein Hund. Das machst du jetzt. Mach mal. Wenn er jetzt ausflippt, grenz ihn ein. Aber nein! 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 Okay. Nein! Entschuldigung. Hallo. Wir sind hier gerade im Coaching. Freddy! Und nein! Der flippt gerne aus. Warte mal. Überfordert? Ich krieg den ja nicht. Der will ja nicht. Scheiße. Man, Scheiße? Ja. Och, Mädchen. Es gibt so gewisse Punkte, wo die Menschen auf einmal nicht mehr wirklich empfänglich sind. Und da gilt es als Coach drauf zu achten. Irgendwann hat man zu oft schon mitbekommen, oh, der Freddy wieder ausgeflippt, nochmal ausgeflippt. Oh, ich bin zu langsam. Jetzt gilt es, Sabine ein Stück weit aufzubauen. Und dann nimmt man Sabine einfach mal in den Arm. Damit Freddy versteht, was er tun soll, zeigt Andreas, dass es auf klare Körpersprache und Haltung ankommt. Interessant, ne? Und auf knappe Signale und das richtige Timing. Hey. Doch um das umzusetzen, braucht es Zeit und Übung. Super, sehr schön. Sehr schön. So ist das super. Nochmal. Komm, noch mal ein Stück. Das motiviert. Echt schwer, im richtigen Moment einzugreifen. Hier braucht man wirklich ganz viel Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Man braucht ganz viele Hundebegegnungen und ganz viele verständnisvolle Menschen, die auf der anderen Seite da mitspielen. Okay? Also, Geduld. Okay, super. Vielen lieben Dank. Hat uns sehr geholfen. Ciao. Hier gibt es noch einiges zu tun, vor allem für Sabine. Andreas gibt dir noch einmal die wesentlichen Tipps mit auf den Weg. Sei konsequenter, sei zielstrebig in diese Körperhaltung und sag dir, ich gehe gern mit Freddy spazieren. Und wenn ich wieder eine Begegnung mit einem Hund habe, dann freue ich mich drauf, weil dann kann ich lernen. Ein ganz wichtiges Thema noch zum Abschluss. Er braucht einen Maulkorb, damit wir mit ihm in Situationen reingehen können und schauen können, wie weit geht er. Ich will mit ihm im Revier für Hunde mit Hunden zusammenkommen.
Und dafür muss die Gewissheit da sein, dass er nicht zubeißen darf. Ihr werdet auf jeden Fall heute noch eine E-Mail von einer Kollegin von mir bekommen. Sie wird wahrscheinlich auch kurz mit euch telefonieren. Und dann macht ihr dieses Maulkorb-Training wirklich Schritt für Schritt, Stück für Stück. Der Maulkorb muss positiv verknüpft werden. Macht mir bitte noch ein paar Handy-Videos, wenn es geht. Also wenn ihr zusammen spazieren geht. Und ihr macht das Maulkorb-Training. Das ist euer Hund. Gut. Mir hat es Spaß gemacht heute. Vielen Dank. Gerne. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das Revier für Hunde in Eschweiler bei Aachen. Hier werden die drei nicht nur einmal, sondern sogar zweimal zu Gast sein. Denn Freddy soll hier auch von Hunden lernen. Das ist die Meisterin der Kommunikation, mein Freund. Sein zweiter Fall führt Andreas nach Neuss bei Düsseldorf. Hier leben die 42-jährige Bankkauffrau Karina und der 50-jährige Berufskraftfahrer Thorsten zusammen mit ihren beiden Rüden Linus und Maxi. Linus ist vor 8 Jahren zu uns gekommen als Welpe, ist jetzt eine Mischung Beagle-Labrador. Der ist auf einer Tötungsstation in Ungarn zur Welt gekommen. Maxi, den haben wir seit 1,5 Jahren, den haben wir in München geholt, weil wir gerne einen Malteser haben wollten. Auch Tierschutz, ist ein Straßenhund aus Rumänien. Wenn Karina und Horst mit ihren Hunden allein sind, herrschen pure Harmonie und Ruhe. Das ändert sich jedoch dramatisch, wenn Besuch erscheint. Sobald es an der Tür klingelt, rasten die aus, bellen, bis der Besuch wieder weg ist. Das kann dauern von 10 Minuten bis 2,5 Stunden. Ein entspannter Besuch geht hier gar nicht. Meistens sind wir woanders als hier zu Hause. Zwei Hunde, die teilweise stundenlang bellen. Eine emotional extrem belastende Situation. Das tut mir halt auch leid, weil ich oft angeguckt werde, als wenn wir die schlimmsten Hunde hätten. Ne? Und das sind ganz liebe Hunde. Sollst du weinen? Seit 8 Jahren bekommen Karina und Thorsten das Problem nicht in den Griff. Sie bauen nun auf die Hilfe von Andreas Olischläger. Meine Hoffnung ist es, dass wir den richtigen Trick an die Hand bekommen und halt auch gesagt bekommen, was wir vielleicht falsch machen. Dass wir halt alle daran wachsen und wissen, was zu tun ist. Okay, da ist was los. Hallo! Darf ich reinkommen? Komm rein! Super, danke! Hi! Zuerst habe ich ja nur Maxi gesehen und gehört und dann habe ich so im Hintergrund irgendwo bellte noch ein Hund. Ich konnte aber noch nicht genau definieren, wo kommt dieses Bellen her? Wo ist dieser Hund? Also erstmal war nur Maxi präsent. Linus hat sich bellend in den Keller verzogen. Andreas will sich aber zunächst der Situation im Wohnzimmer annehmen. Doch ein Gespräch ist so gut wie unmöglich. Wie man sieht, wie man hört, hört man viel Hund, wenig Mensch. Es ist schwierig, gegen die Hunde anzureden, aber ich glaube, dass wir hier mit Ruhe ganz viel erreichen. Ich bitte euch jetzt, so wenig wie möglich zu sprechen. Okay. Maxi hält kurz inne, doch nur für Sekunden. Die Minuten vergehen. Und es ändert sich nichts. Maxi und Linus bellen und bellen und bellen. Unglaublicher Stress für alle Beteiligten. Also das Hundebellen, wenn der Mensch anwesend ist und Gäste empfängt, kenne ich ja. Aber dass ich mich um einen Hund und seine Menschen im Wohnzimmer kümmern muss, weiß aber im Hinterkopf, hey, da bellt auch noch jemand anders. Also wo fange ich hier am besten an? Also am Anfang war ich ein Stück weit überfordert. Das heißt für mich dann immer erstmal in die Ruhe gehen, sich bloß nicht auf diese Energien einlassen. Darf ich mich frei bewegen? Ja, klar. Ich meine, das ist eure Wohnung, euer Haus, ja? Ja. Okay. Wir bleiben sitzen. Ihr bleibt sitzen. Als ich dann durchs Wohnzimmer ging, ganz frei, und merkte, dass Maxi damit ein Problem hat und immer wieder zu Thorsten und zu Karina hingegangen ist und hat die so ein bisschen so, hey, ihr müsst dafür sorgen, dass der hier das Haus verlässt. Habe ich gedacht, okay, Freund, dann setze ich mich einfach mal zwischen Mama und Papa und guck mal, was du davon hältst. Hat ein massives Problem mit, wenn man bei euch ist. Da, guck. Ja. Freie Bewegung. Er sagt, hau ab hier, das sind meine Menschen, das ist meine Couch, alles meins. Maxi, es interessiert mich nicht, ob du hier der Mittelpunkt sein willst. Ich möchte jetzt deine Menschen besuchen.
und ich bin in dem Haus von deinen Menschen. Ich bin nicht in Maxis Hundehütte. Okay, du bist schon sehr präsent. Du setzt dich zwischen Mama und Papa hin. Okay. Das finde ich irgendwie nicht in Ordnung, aber nimm mich mal so an. Mhm. Hat aufgehört zu bellen. Mhm. Kleiner Fortschritt. Großer. Wollte ich ganz sagen, da kriegen wir sonst nicht so hin. Das Erlebnis, als die Ruhe einkehrte, war total ungewohnt. Das kannten wir gar nicht. Dass es auch so schnell gegangen ist. Wir sind bis jetzt total sprachlos. Aber da gibt es im Keller ja noch ein zweites Problem. Lautstark zu hören. Linus hört gar nicht auf, oder? Nein. Nie? Nein. Also vor Maxi hat er aufgehört, wenn wir gesagt haben, er soll ruhig sein und so. Mit Maxi hat sich das hochgeschaukelt und inzwischen ist das eine never-ending Story. Bei Linus hatte ich den Eindruck, okay, wenn der jetzt gleich hier reinkommt, das wird eine lange Geschichte und ich glaube, heute werde ich damit nicht fertig. Das ist der Linus. Das ist der Linus. Maxi runter von der Couch. Runter. Genau. Wieder runter. Das war schon nervig. Ne? Also es war nervig, einfach auch Linus die ganze Zeit zu hören, weil man konnte sich ja auch nicht mehr wirklich unterhalten. Also ich hatte keine andere Wahl, als nicht lange zu fackeln und mir mal den Linus ranzunehmen. Bewegung bedeutet für Hunde in vielen Fällen Stressabbau. Ich wollte sehen, folgt er mir irgendwann, auch wenn er bockig ist. Ich wollte ihn aus diesem Bellmodus raushaben. Minutenlang führt Andreas Linus durchs Wohnzimmer. Und nach stellt sich tatsächlich eine Veränderung ein. Der Hund lernt gerade, dass ich mich hier frei bewege, ihn mitnehme. Und er fängt jetzt langsam an, aus dem Bellen ein B-B zu machen. Er ist nicht mehr wirklich davon überzeugt, dass er mit diesem Bellen zu mir durchkommt. Also selber immer Ruhe bewahren. Guck mal, was er jetzt macht. Seht ihr das, was er macht? Der geht mit. Er geht mit. Hier sollte man sich nicht auf die bellende und unruhige Energie des Hundes einlassen, sondern bei sich bleiben. Und den Hund auch nicht zu sehr überfordern. Also jetzt nicht ansprechen und sagen, was ist denn los, du Armer, hast du Angst oder bellst du? Also sobald ich den Hund anspreche, fängt er an zu bellen. Am besten auch keinen Blickkontakt herstellen. Und es dauert nur wenige weitere Minuten, dann sind Maxi und Linus tatsächlich beide mucksmäuschenstill. Auf diese Weise haben Carina und Thorsten noch nie versucht, die Hunde zu beruhigen. Beide sind fassungslos, wie einfach das war. Das ist wie ein Film, weil das kennen wir nicht. Okay. Genau. Total ungewohnt. Man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll im Endeffekt, jetzt, weil es so ruhig ist. Ne? Gebt den Hunden keine Aufmerksamkeit. Dann hören die auf. Sie werden aufhören. Aber nur dann, wenn ihr aufhört, da die ganze Zeit dran zu hängen. Und ich hätte Lust jetzt auf Besuch. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das beim Besuch genauso gut klappt wie bei mir. Jetzt geht's los. Carina ruft ihre Nachbarin Elfi an und bittet sie zu klingeln. Andreas möchte vorführen, wie sie in Zukunft mit Besuch trainieren müssen, damit das Bellen aufhört. Hereinspazieren ins Laute. Ich bitte Sie. Hallo, ich bin Andreas. Ich bitte Sie, die Hunde nicht zu beachten. Nicht anfassen, nicht ansprechen, nicht angucken. Wir gehen einfach mal ins Wohnzimmer, setzen uns hin und gucken mal, wie die Situation sich entwickelt. Also ich habe nur gedacht, oh mein Gott, es war doch gerade so ruhig. Ich habe gemerkt, mein Nacken, mein Rücken, also ich bin so verkrampft. Darf ich dich duzen? Ja, natürlich. Du darfst dich natürlich auch unterhalten mit den Zweibeinern, aber den Hunden schenkst du keine Aufmerksamkeit. Ja. Gut. Ja? Geht's euch? Gut, entspannter. Toll. Dann kann ich die Leine auch schon fallen lassen. Wieso kenne ich die das gar nicht? Was ist denn hier los? Zack, ne? Was ist denn hier los? Was habt ihr gemacht? Wir freuen uns auch super. Die Situation im Wohnzimmer war genial. Und ich,
war noch immer nicht zufrieden. Ich wollte noch einen drauflegen. Ich habe gesagt, komm, lass uns aufstehen. Wir gehen mal in den Garten. Und dann sind wir auf die Terrasse gegangen. Und was passiert? Nix. Gar nichts. Wie genial ist das denn? Ich kann es noch nicht glauben. Immer noch. Und immer du bist noch, noch fassungslos. Ja, ja, ist immer noch so ein bisschen. Ich freue mich ja am meisten für euch. Es gibt auch Rückschläge, hundertprozentig. Aber wenn ihr bei euch bleibt, dann klappt das. Elfi, du musst häufiger kommen. Ne? Immer wieder klingeln, reinkommen. Ja. Und ihr macht das mit allen Gästen immer gleich. Und dann würdest du mir einen riesen Gefallen tun, oder ihr beiden, wenn ihr mal Handyvideos machen würdet. Ne? Damit ich sehe, ist da eine Entwicklung drin? Und wer ist von euch noch so ein bisschen nachlässig? Und wer braucht beim nächsten Mal noch mehr Coaching? Ihr Lieben, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag und bleibt bitte dran, ja? Definitiv, danke dir. Gerne, gerne, gerne. Dann begleite ich dich noch raus? Ja, danke. Okay. Ins Revier für Hunde wird der zweite Coaching-Termin diesmal nicht stattfinden. Andreas wird erneut nach Neuss kommen und dort wartet eine große Überraschung auf ihn. Das, was ich hier erlebt habe, habe ich noch nie erlebt. Also, mich überwältigen die Emotionen. Mit etwas gemischten Gefühlen sind Sabine und Hajo mit Freddy auf dem Weg zu Andreas, zum zweiten Coaching. In den vergangenen knapp anderthalb Wochen haben sie fleißig geübt, allerdings mit durchwachsenem Ergebnis. Beide sind aufgeregt und gespannt, wie Freddy sich heute präsentieren wird. Ich hatte Freddy als wirklich sehr aggressionsbereiten Hund an der Leine kennengelernt. Wenn ein Hund häufiger so ein Verhalten zeigt und die Hundehalter können nicht wirklich etwas dagegen unternehmen, ja, dann verselbstständigt sich dieses Problem irgendwann. Ich wünsche mir von Sabine, dass sie die Führung übernimmt. Wie läuft es? Ich bin neugierig. Ja, es läuft einiges ganz gut. Natürlich noch nicht optimal, das ist, kann man ja nicht erwarten. Aber ich glaube, so langsam kriege ich es raus, wie ich ihn dann ziemlich schnell schon einbremsen muss. Ja, sehr gut. Habt ihr Handyvideos gemacht? Ich möchte natürlich sehen, die Erfolge, die Misserfolge. Freddy hat schon wieder voll die Hosen an. Und er geht nach vorne. Er wollte zu dem Hund hin und er wollte auch drauf. Da ist ja schon noch Musik drin. Ja. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Absolut. Ne? Wo war der Maulkorb? Ihr übt ja jetzt noch nicht so lange, aber bei den Spaziergängen könnt ihr ihn noch nicht mitnehmen. Das klappt noch nicht. Nein, nein, der akzeptiert den Maulkorb noch nicht. Ich habe das jetzt immer nur mit Leckerchen zu Hause dran gewöhnt. Ich hatte ja angeraten, dass er einen tragen soll, aber erstmal musste ja geübt werden. Und dass Freddy den Maulkorb noch nicht gerne tragen wollte, war eigentlich klar. Nach einer Woche, das braucht einfach Zeit. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Spaziergang. Habt ihr Lust? Ja, natürlich. Klasse. Kommt, gehen wir los. Auf einem nahegelegenen Waldweg möchte Andreas austesten, ob sich Freddy inzwischen besser an der Leine händeln lässt. Jetzt kommt gleich von hier unten ein Hund. Der kommt natürlich nicht alleine, sondern der ist mit meiner Mitarbeiterin Lisa unterwegs. Dann lassen wir die Lisa hier mit dem Hund vorbeigehen und dann schauen wir mal, wie du reagierst und wie der Freddy reagiert. Danach kommt noch mal jemand. Wir gehen noch mal ein Stückchen hoch und dann kommt uns mal jemand entgegen und dann übernimmt der Hajo. Wird Sabine es jetzt schaffen, Freddy zurückzuhalten? Einfach mal vorbeigehen, aber nur so 5 Meter und dann stehen bleiben. Schluss! Meter. Schluss! 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 Sabine hatte gar keine Chance. Der war so schnell nach vorne. In dem Moment ist klar, da ist alles verloren. Die Situation kann man nicht mehr retten. Wenn der Hund einmal in so einem Stressmoment ist, ihn da wieder rauszuholen, das ist wirklich die Kunst. Ich finde aber besser, dass der Hund erst gar nicht da reinkommt. Und da wollte ich hin. Also, was könntest du besser machen? In dem Moment, wo du einen anderen Hund siehst, sollte Freddy die Aufmerksamkeit mehr auf dich richten. Ne? Versuch ihn mal über ein Ey, super! Mach das mal und dann gehst du mit ihm los. Super, Freddy, komm! Nee, dieses du musst das machen. Ja! Super! So geht man freundlich mit seinem Hund spazieren. Andreas sieht aber, so wirklich stabil sind Sabines Timing, Führung und Konsequenz noch nicht. Also, erstmal keine weitere direkte Hundebegegnung, sondern üben, den eigenen Weg zu gehen und den Hund mitzunehmen. Ihr versteht, was ich möchte. Es geht nicht darum, dass da ein Hund sitzt. Es geht darum, dass du links rübergehen möchtest. Ob da 5 Hunde sitzen
ob da 10 Elefanten kommen. Du möchtest hier rüber gehen. Und der soll mitgehen. Und er soll mitgehen. Genau, das ist der Punkt. Jetzt bist du dran. Bitte schön. Ayo, der meistens weniger Probleme mit Freddy hat, soll nun wieder in eine direkte Hundebegegnung gehen. Mitarbeiterin Jenny erscheint hierfür mit einem weiteren Hund. Und Ayo geht hinein in die Situation. Und relativ problemlos hindurch. Ayo ist einfach konsequenter. Aber ich glaube, er war von Anfang an schon konsequenter. Weil Freddy zeigt bei ihm schon eine andere Körpersprache. Ne? Freddy hat zwar noch ein bisschen Stress gemacht, aber das sah deutlich anders aus als bei Sabine. Darf ich ihn mal kurz nehmen? Ja, natürlich. Andreas möchte Sabine eine Übung zeigen, wie sie Führung und Begrenzen auch immer wieder ganz nebenbei trainieren kann. Super. Das könnt ihr üben. Ein Schritt, ein Schritt. Warten. Ein Schritt. Warten. Trockenübung. Ohne Hunde, ohne alles. Ein Schritt, warten. Super. Ein Schritt. Super. Und dann zeigt Freddy wieder ein bemerkenswertes Verhalten. Guck mal, wie interessant. Siehst du, was er will? Er will dahin, um wieder sein Verhalten zu zeigen, damit er seinen Kopf wieder durchsetzen kann. Freddy hat sich förmlich in die Beine reingedrückt bei Sabine und gesagt, oh, nimm mich mal lieber wieder hier hin, ne? Ich bleib auch vor dir und schütze dich und bin nach vorne wieder der große Freddy. Super wichtig, dass er jetzt lernt abzuwarten. Mm. Die Leine sollte locker sein und er sollte aber auch die Grenze einhalten, auch wenn ich jetzt hier rüber gehe. Ne? Mm. Auch mal akzeptieren, dass er jetzt gerade nicht dran ist. Mm. Sehr schön. Kriegt ihr hin, ne? Ja. Müssen wir. Es geht zurück ins Revier. Da Freddy schon länger keine entspannten Hundekontakte hatte, möchte der Coach ihm genau das heute im Revier ermöglichen. Von den anderen Hunden soll er lernen, sich wieder wie ein Hund unter Hunden zu verhalten. Auch ohne Maulkorb. Vorsichtshalber jedoch mit Zaun dazwischen. Freddy war sofort in Alarmbereitschaft versetzt. Also an der gesamten Körpersprache konnte man sehen, ich werde jetzt Stress haben. Und ich mache auch Stress. Der baute sich auf, der wurde ganz stockesteif. Ne? Also er hat gedroht. Grundsätzlich kann man sagen, er kommuniziert. Er will Hunde kennenlernen. Jetzt geht es eigentlich los, dass er in die Kommunikation geht. Man weiß aber nicht, wie er reagieren würde, wenn man ihn jetzt dazulässt. Und er wird vielleicht mal gemaßregelt von einem anderen Hund. Dann kann es sein, dass er wieder in sein altes Verhalten verfällt und dann auch den anderen Hund attackiert. Ein Risiko, das der Coach nicht eingehen will, schon gar nicht ohne Maulkorb. Doch Freddy mit vielen Hunden zusammenzubringen, bleibt sein großes Ziel. Deshalb gibt es jetzt eine Planänderung. Normalerweise komme ich beim dritten Mal immer wieder zu den Leuten nach Hause. Wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche die Hunde. Und er muss den Maulkorb stressfrei tragen. Und dann gehen wir da rein. Das würde ich gerne machen. Ich bin dem Andreas sehr dankbar für diesen Vorschlag, weil ich wirklich glaube, dass wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gelangen werden. Ihr müsst aber jetzt weiter Maulkorbtraining machen, weil ich brauche ihn bei Hunden und ich brauche ihn bei Hunden gesichert. Zu Hause sucht ihr Begegnungen mit anderen Hunden, aber bleibt auf Abstand. Ne? Ja. Also jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, selbst wenn es besser klappt, aber bitte auf Abstand bleiben. Okay. Das ist noch eine Reise, ne? Das wisst ihr. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Erfolg. Bitte macht mir trotzdem noch ein paar Videos. Ja, okay. Okay? Wir arbeiten dort. Ja. Super, dann bringe ich euch noch zur Tür. Klasse, dann kommst du mit. Sehr gespannt ist Andreas nach 2 Wochen nun wieder auf dem Weg nach Neuss zu den Dauerbellern. Linus und Maxi, 2 Hunde mit richtig viel Gebell. Sowas habe ich in meiner Laufbahn noch nicht erlebt. Bei meinem ersten Besuch
konnte ich mich überhaupt nicht mit Thorsten und Carina unterhalten. Ein Hund bellte unten im Keller, der andere bellte oben im Wohnzimmer. Dann kam Linus irgendwann mal hoch, bellte auch noch im Wohnzimmer. Es war unmöglich, ein Gespräch stattfinden zu lassen. Also sowas, puh, das hat mich richtig viel Kraft gekostet. Normalerweise kommen die Hundehalter beim zweiten Besuch zu mir ins Revier für Hunde. Bei Linus und Maxi sieht das etwas anders aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Neuss noch einiges zu tun habe. Maxi, ich höre Maxi. Oh, und Linus. Hallo. Hallihallo. Hi. Grüß dich. Na? Na, darf ich drücken? Wie geht's? Gut. Du hörst, die Hunde sind noch da. Ja, klar, sie sind noch da. Wunderbar. Komm, ich komm direkt mit. Bei meinem ersten Besuch hat es ewig gedauert, bis die Hunde mal zur Ruhe gekommen sind. Jetzt hatte ich die Befürchtung, wenn das jetzt wieder so ist, ja dann, puh, kostet mich das Zeit und Kraft. Wir setzen uns. Möchtest du kommen hier auf den gemütlichen? Ich darf auf den gemütlichen? Ja, ja, danke schön. Ich bin ja noch die Jüngste hier. Super. Die Hunde bellen, sind recht unruhig, aber Carina war verdächtig freundlich und sehr präsent. Puh, dachte ich. Die Hunde bellen zwar noch, aber es ist irgendwie ein bisschen anders hier. Und dann zeigt sich, es ist mehr als nur ein bisschen anders. Früher war hier stundenlang Gebelle und jetzt Stille. Das sind ja jetzt keine 3 Minuten und die Hunde werden ruhig. Wenn ich mir überlege, ihr habt das 8 Jahre lang so gehabt mit dieser Bellerei. Das ist ein Riesenschritt. Ne? Das ist unglaublich. Plötzlich saßen wir in absoluter Ruhe im Garten mit einer Selbstverständlichkeit, wo man sich ja relativ schnell dran gewöhnen konnte. Doch im Hinterkopf hat man ja noch, hey, vor 2 Wochen war das nicht möglich. Wir konnten uns ja gar nicht unterhalten. Und jetzt sitzen wir da völlig normal und entspannt. Ich konnte bald gar nichts mehr sagen, weil ich hätte es nicht für möglich gehalten. Seit dem ersten Besuch vom Andreas haben wir täglich trainiert. Und zwar verschiedenen Besuch immer eingeladen. Wir haben dem Besuch gesagt, nicht reden, nicht anschauen, keine Leckerchen geben. Geht durch, erhobenen Hauptes, in die Höhle der Löwen. Setzt euch auf die Couch, bis die Hunde sich beruhigen. Und dann bin ich aufgestanden. Und wir haben das wirklich über den Kopf der Hunde hinweg durchgezogen. Was macht ihr, wenn die Hunde gar nicht aufhören zu bellen? Das haben wir nicht gehabt, den die Fall letzten Tage. Nicht, ne? Ah, okay. Also sie hören auf jeden Fall immer ja. auf. Das ist so genial. Habt ihr Handyvideos gemacht? Ja, ja haben wir. Da ist mein Bruder zu Besuch gewesen. Normalerweise wird der von Maxi auch immer rausgekläfft. Okay. Also guck mal, wie nah der bei dem vorbeigeht. Super. Ohne. Aber dein Bruder beachtet Maxi auch Nein, nicht. Nein, also Besuch hat definitiv die Anweisung, die Hunde selbst beim Bellen wie Luft zu behandeln. Sehr schön. Super, macht er alles richtig. Genial. Genial. Nächstes Video, kann ja, ich wischen? Genau, wisch. Da geht er noch zurück mit ihm. Und mein Bruder ist nur aufgestanden. Ich habe gesagt, er soll aufstehen, ja. damit er sich bewegt. Und hat nur nach dem Backofen geguckt und wieder zurück. Ne? Super. Da ist bei meiner Oma. Das ist bei deiner Oma. Ach, wie süß. Guck ja. mal, toll. Und die liegen da total entspannt. Also, genial. War bisher nie möglich. Genial. Aber ihr habt geübt. Also Wir ihr wart richtig fleißig. Toll. Was mir hier gerade auffällt ist, wir können uns ganz normal unterhalten, wir gucken Videos und was machen die Hunde? Die toben, die spielen hier. Hoi! Oh mein Blumenbeet. Ne, ich meine, ich bin hier zu Besuch und die Hunde spielen. Hier wird nicht mehr gebellt. Nee. Ist das genial? Guckt euch das an. 2 völlig normale Hunde. Mehr geht ja eigentlich nicht, ne? Oder? Nee. Ich würde mir wünschen, dass jetzt mal jemand klingelt und reinkommt, der sofort hier in den Garten reinkommt und sich hinsetzt. Anrufen? Anrufen, kommen lassen und dann? Und bei sich bleiben. Und bei sich bleiben, ganz genau. Jetzt kommt's drauf an. Kann Carina auch vor den Augen des Hundecoaches überzeugen? Sie gibt sich auf jeden Fall selbstbewusst. Und bellen sie? Ja. Sie werden bellen. Nicht lange. Minute maximal. Okay. Los geht's. Los.
Carina geht zur Türe, die Hunde gehen mit, die Hunde melden sich auch. Ich war aber nicht deswegen hier, weil die Hunde an der Türe bellen, sondern weil die fortlaufend gebellt haben. Also, dass ein Hund schon mal an der Türe bellt, ja, das kommt schon mal vor. Das machen meine auch. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich kam kaum noch hinterher, weil Carina war so in ihrem Element. Ich wollte noch mit zur Haustüre gehen, dann macht sie mir einfach die Türe so vor der Nase zu, weil ich habe hier die Führung, ich lasse die Leute rein, die Hunde warten hier, die können von mir aus bellen, ist mir doch egal. Ich denke, okay, gut, also wenn man so eine Führung hat, dann sollte man sie auch ausleben dürfen. Hi, wir gehen in den Garten durch, Hunde nicht angucken. Ja, genau, einfach alles gehen mal durch. Hallo. Hallo. Hereinspaziert. Und tatsächlich, kein Gebelle. Super. So. Willkommen in meinem Zuhause. Super, schön. Ich konnte kaum was sagen, weil ich war so baff. Ich habe den Thorsten angeguckt, ich habe Carina angeguckt. Aber die waren schon in so einer Normalität angekommen. Die haben nicht mehr gecoacht. Die waren am Leben. Die waren ganz normal am Leben. Die saßen in ihrem Garten und hatten Besuch. Und wir konnten sprechen. Sie haben es geschafft, nach 2 Wochen intensivem Training ihr Haus und ihr Leben wieder für sich zurückzubekommen. Die Hunde werden ruhiger und Carina und Thorsten können endlich, endlich wieder Besuch empfangen. Und so gibt es für Andreas hier nur noch eines zu tun. Ich muss etwas Wundervolles verkünden. Nein. Ich spüre zum ersten Mal, seitdem ich Hunde verstehen mache, dass ich nach dem 2. Termin nicht mehr zum 3. Mal kommen muss. Das, was ich hier erlebt habe, habe ich noch nie erlebt. Es ist genial. Seid ihr euch überhaupt im Klaren darüber, was ihr erreicht habt? Das ist alleine euer Verdienst. Jo. Absolut genial. Man kann es nicht in Worte fassen, wie viel Positives da ist. Und ich werde Andreas ewig dankbar sein, dass wir Besuch empfangen können, ohne? Ohne Stress und schön entspannt zu sein, sage ich mal. Ich habe ein neues Leben. Und meine Hunde auch. Die sind angekommen. Und wir auch. Auf jeden Fall. Danke, dass ich mit euch zusammenarbeiten durfte. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und jetzt hören wir hier die Vögel zwitschern und nicht mehr die Hunde bellen. Wir haben zu danken. Vielen, vielen Dank auf ewig. Ich gehe raus. Ich kenne mich aus. Hier bei euch. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Ob es auch bei Sabine und Hajo so super gelaufen ist? Nach 2 Wochen Training zu Hause sind sie nun erneut unterwegs ins Revier für Hunde. Ist Freddy nun bereit, neue Hunde im Revier kennenzulernen? In erster Linie wünsche ich mir natürlich, dass das Maulkorb-Training absolviert wurde, damit wir zu anderen Hunden gehen können, damit er ausreichend Kontakt und gute Energien von anderen Hunden bekommt. Also ich hoffe, sie haben richtig gut geübt. Ich bin ja neugierig. Ja, das könnt ihr euch vorstellen, oder? Ja. Ja, wir müssen nach sagen. Nach dem letzten Besuch, da war ja beim Spaziergang ein bisschen holprig. Ja. Ne? Ja. Wie ist das Maulkorb-Training gelaufen? Das läuft. Also das trägt er jetzt. Okay, er trägt es mit Fassung. Was habt ihr für ein Gefühl? Also ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen entspannter ist. Also er ist nicht mehr so total aufgeregt. Ja. Die Abstände werden auf jeden Fall deutlich größer. Also die er akzeptiert. Das heißt, auf der anderen Straßenseite ist nicht mehr so schlimm oder macht da gar nichts mehr. Ja. So sehr nah mag er einfach nicht. So sehr nah möchte er keinen an sich ran, an sich vorbeigehen lassen. Aber das wird auch noch besser werden. Okay. Was hast du für einen Eindruck, Hajo? Also ich habe insgesamt schon einen positiven Eindruck. Also ich denke mir, es bewegt sich was. Ja. In sehr kleinen Schritten, aber das wird hoffentlich zu einem guten Ende führen. Ja. Da bin ich eigentlich von überzeugt. Habt ihr beim Spaziergang Videos gemacht? Haben wir gemacht. Ja. Wer hat ihn an der Leine? Sabine hat ihn an der Leine. Und du filmst. Und ich filme. So. Das ist wirklich richtig stark. Mega. Also das ist genial. Sehr schön. In dem Video geht Sabine einfach mit Freddy durch eine Situation mit einem anderen Hund. Es passiert gar nichts. Sie war sehr zielstrebig und für ihre Verhältnisse extrem klar aufgestellt. Super, also da war ich überzeugt. Dann gehen wir jetzt mal bis hier vorne. Mhm. Und dann kommt uns da gleich jemand mit einem Hund entgegen. Okay. Auf geht's.
Natürlich möchte sich Andreas jetzt auch live ansehen, wie gut Sabine die Lage inzwischen im Griff hat. Okay, jetzt kannst du losgehen. Auf geht's. Als wir losgegangen sind, wurde Freddy schon unruhig. Er übernahm die Führung. Aber wer hat sie abgegeben? Sabine. Ein Hund kann nur die Führung übernehmen, wenn der Mensch ihn lässt. Das war ja noch nix. Geht so, ne? Ja, so ein bisschen so. Luft nach oben, ja, würde ich sagen. Kann man so sagen. Man kann nicht sagen, dass die zwei mit Freddy nicht geübt hätten. Aber es war trotzdem noch eine ganz, ganz wackelige Kombination. Andreas bittet darum, Freddy den Maulkorb anzulegen. Er will sich Klarheit verschaffen, ob er den jungen Rüden wirklich frei mit Artgenossen laufen lassen kann. Kannst du mal zu mir rüberkommen, bitte? Ich möchte mal was ausprobieren. Er würde draufgehen. Würde er, sofort. Ist klar, ne? Ohne Vorwarnung, ja. Da geht er drauf. Ich glaube auch, dass Freddy in einer bestimmten Situation, wo er sich selber nicht mehr unter Kontrolle hat, wirklich drauf geht und Sachen macht, die man nicht verantworten kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Leider. Es gibt jedoch eine Hündin im Revier, Molly, die sich selbst von solchen Artgenossen nicht beeindrucken lässt. Molly hat ihm sofort gezeigt, halt mal Abstand. Und sie hat ihm eine klare Grenze aufgezeigt. Diese Grenze hätten Hajo und Sabine von Anfang an bei Freddy durchführen müssen. Und dann wäre klar gewesen, er würde sich solche Dinge nicht mehr erlauben. Das ist die Meisterin der Kommunikation, mein Freund. Ja. Molly? Monika? Die hat keine Lust auf den. Komm, Molly. Nee. Niemand hat Lust auf Freddy. Das ist eine erfahrene ältere Hündin. Die haben ja auch ihre ganz eigene Sprache unter sich. Ich sehe, dass der Freddy klarere Ansagen braucht. Einfach mehr Konsequenz. Konsequenz ist ja das richtige Vokabular. Ja. Ne? Müssen wir daran arbeiten. Ich wäre natürlich heute gerne mit euch noch zu den Hunden gegangen. Aber so, wie sich Freddy heute verhalten hat, ist das nicht möglich. So wie er sich gerade benommen hat, geht das gar nicht. Nein, und ich bin auch nicht bereit. Die Hunde zeigen, signalisieren ganz deutlich, wir haben da keinen Bock drauf. Da kann man die Hunde nicht dazu zwingen, ihn toll zu finden, wenn er so eine Energie dabei hat. Ihr braucht auf jeden Fall weiterhin Unterstützung. Aber nicht für ein oder zwei Tage im Monat, sondern zweimal in der Woche. Immer wieder in die Situation rein. Leinenbegegnung, Kontakt zu Hunden, Maulkorbtraining. Das ist ein langer Weg. Wie viele Kilometer seid ihr entfernt? 95 von hier. Schon weit. Strecke. Also das ist mir zu weit. Ich wünsche den dreien jetzt, dass sie wirklich jemanden in ihrer Nähe finden, weil 100 Kilometer von hier weg, das ist schon eine Nummer. Sie können natürlich auch gerne hier hinkommen. Also ich bin auch da. Aber die brauchen jemanden, der wirklich alle zwei Tage mit ihnen in bestimmte Situationen reingeht. Es hat trotzdem riesigen Spaß gemacht. Ihr habt auch Fortschritte gemacht. Bedenkt das bitte. Nur heute war nicht Freddys Tag. Heute war auch nicht dein bester. Ich unterstütze euch auf jeden Fall, egal was ihr macht. Ob ihr jetzt zweimal in der Woche hier hinkommen wollt oder ob ihr einen anderen Coach findet. Ihr gebt mir Bescheid. Okay? Alles klar. Ich bringe euch noch nach vorne. Das heutige Coaching ist anders gelaufen als geplant. Sabine und Hajo haben mit Freddy einen Hund, der eben eine besondere Herausforderung ist. Ein Hund, der Menschen, wie so viele Hunde, an ihre Grenzen bringen kann. Freddy hatte als Straßenhund in Rumänien keinen guten Start ins Leben. Doch Sabine und Hajo haben ihm trotzdem eine Chance gegeben und geben nicht auf. Freddy ist vielleicht auch irgendwann der Hund, der sehr friedlich mit den beiden unterwegs ist. Mein großer Wunsch ist, dass sie in Harmonie miteinander leben und dass Mensch und auch Hund glücklich ist.